Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Outdoor mit Tim. Ja, ich begrüße euch wieder aus der schönen Berghütte, wo wir auch letztens waren. Ich habe wieder einen Gast mit dabei, der versteckt sich hier noch. Den kennt ihr bestimmt nicht. Hallo, ich bin der Jean-Claude. Ja, das unbekannte Gesicht hier auf dem YouTube-Kanal. Mit dem hatten wir letztens hier die Overnight-Tour gestartet. Gute Whisky, gute Burger. Wir haben es uns einfach gut gehen lassen. Heute machen wir eine coole Tagestour mit Hot Dogs. Keine Übernachtung, die wird ein anderes Mal gestartet. Und ich wünsche euch in dem Sinne viel Spaß beim Video. Ja, der Jean-Claude hat mal natürlich mal wieder eine witzige Idee gehabt. Er hat eine Nelchino-Flasche, Wurst, die Wiener eingefüllt, Wurstbox Nelchino, also wirklich richtig cool, Hashtag vegan. Ja, unsere Zutaten, eine scharfe Soße, dann haben wir normalen Ketchup, Mayonnaise, Rostübel darf natürlich bei einem Hotdog nicht fehlen, guten Bacon, Gurken und ganz wichtig, die Hotdog-Brötchen. Ich würde sagen, wir werden demnächst das Essen zubereiten, uns gut schmecken lassen und die Stunden hier genießen auf der Hütte. Dazu machen wir uns noch einen guten Speck hier. Ja, wir können euch ja direkt zur Verfügung stellen. Kann der Mann überhaupt was? Finden wir heraus. Sagen wir mal. Bestanden. Wollt ihr noch zwei Hotdogs? Nee, danke. Wolltest du nicht noch Video machen? Oder? Machst du diesmal mit Unaton einfach? Ja, wir sind auf dem Rückweg. Es war doch eine ganz entspannte Tour. Wir haben gut gegessen. Es kam auch noch Frauen mit Pferden hoch, galoppiert. Ja. Da haben wir noch Glühwein ausgeschenkt bekommen. Also irgendwie geht eine Tour ganz ohne. Interessant, ja. Ja, eine Tour ganz ohne Alkohol funktioniert irgendwie nie so. Kriegen wir nicht hin. Ja, auch kriegen wir jetzt halt schon Alkohol geschenkt. Richtig cool. Aber dann Whisky nicht dabei, aber der Glühwein auch. Aus Mitleid haben wir Alkohol bekommen. Ja. Ja. Ja, es war doch ganz entspannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst gerne eine Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.